Hallo Toba-Freunde, ich bin wieder euer Kleinhobby-Gegner Manuel. Ja, ich bin jetzt im Balkon, wie ihr seht. Ich bin ein bisschen veräppelt geworden. Ja, veräppelt. Womit denn? Mit Erdbeeren. Ich habe doch groß erzählt, ich habe Saat gekauft mit blauer Erdbeeren-Sorte und was verkaufen die in Amazon? Wisst ihr was? Statt blau sind rot. Keine Ahnung warum. Ich wurde so veräppelt. Mit die Saatkörner. Rote Erdbeeren. Aber nicht die dicksten. Das sind die Walderdbeeren. Die kleinsten noch dazu noch. Ich kann von euch noch her zeigen. Ich zeig mal jetzt eben mal. So sieht die aus, diesen Strauch. Ich habe ein bisschen davon eine genascht. So sieht die aus. Klein und rot. Die war richtig veräppelt gewesen. Ich habe gedacht, die werden blau. Die sind wie kalt rot geworden. Ich weiß nicht, wieso sind die rot geworden. Überall rot. Rote kleine Walderdbeeren. So richtig doch veräppelt. Das Tollste ist, ich kann doch erzählen, was hat mein Bruder mir erzählt. Mache ich gleich. Aber hier ist der Beweis. So veräppeln die Leute. Statt blau, rot. Ja. So doll war ich veräppelt gewesen. Aber weißt du was? Was habe ich erfahren gekriegt von meinem Bruder? Mein Bruder, der liest Internetseiten auch. Die blauen Erdbeeren sind genmanipuliert, überzüchtet. Es gibt wirklich blau, die sind nur in China zu verkaufen. Und das ist noch genabonnierte Erdbeeren verboten noch zu verkaufen. Weil, was hier in Deutschland verkaufen, das ist, die verkaufen Saatgut, aber die fälschen sehr viel. Die tun etwa rote Sorte Erdbeeren-Saatgut. Die schreiben blau, aber wie kann das in rote Sorte? Ich war so doll veräppelt gewesen. Mein Bruder hat mir gesagt, Manu, du hast richtig doll veräppeln lassen. Nee. Die Amazon, die haben statt blau Sorte gegeben. Die schreiben blau, aber wie kalt, das sind rot. Und die blauen Sorten gibt es wirklich, aber das sind genabonnierte Erdbeeren als Deko. Auch. Die kann man essen, habe ich gehört. Aber die Erdbeeren sind mehr als Deko gezüchtet. Und neben das gibt es selten zu kaufen. Ich habe Pech gehabt mit die Erdbeeren. Jetzt bin ich gespannt mit meinen Kannpflanzen. Ich habe eine Kannpflanze, so wie ich haben will. Ich will jetzt groß ziehen. Jetzt bin ich gespannt davon. Ich mache mir richtig Sorgen. Nee. Ich kaufe Saat bei Amazon und wie kalt wird, werde ich veräppelt. Ja, so war ein kleines Informationsvideo. Und nicht vergessen, Daumen hoch, hat gut gefallen. Ich war selber überrascht gewesen. Ich komme seit Montag im Balkon. Morgen früh gucke ich in meinen Balkon, gucke ich meine Pflanzen. Plötzlich verfärben sich rot. Ich war so veräppelt gewesen. Ich war so ärgerlich gewesen. Ach, Manometer, nee. Was soll ich dazu sagen?
Das ist voll peinlich jetzt für mich. Ich hab groß erzählt, ich hab blaue, blaue Erdbeeren. Und jetzt? Ich hab nur rot. Das ist ein Witz. Er fliegt ein Wasserflugzeug. Ich sag schon mal Tschüss, euer kleiner Hobbygegner Manuel.